Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Tutorial Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch den LS22 so einrichten könnt, dass ihr jederzeit beliebige Geldbeträge ercheaten könnt, und zwar ohne Mods. Diese Methode funktioniert nur für PCs und ihr braucht eine gewisse Sicherheit im Umgang mit Windows. Dieses Tutorial Video ist Teil 3 von 3 in dieser Geldcheat-Serie. So, wir haben hier einen Spielstand, der aktuell keine Rolle für uns spielt. Wir müssen hier nur speichern und rausgehen, um später wiederkehren zu können. Also können wir uns merken, wir haben aktuell 100.000 Euro. So, speichern wir mal kurz. Und dann gehen wir raus. So. Und ich hoffe, ja, das ist das richtige Fenster, wo wir als nächstes hinwollen. Zunächst müssen wir uns im Windows Explorer durch die Verzeichnisse wühlen. Und zwar das erste, was wir machen müssen, ist hier im Ordner Dokumente suchen wir My Games und dann Farming Simulator 2022. Und jetzt bleiben wir hier im Hauptverzeichnis und öffnen die Datei game.xml. Und wenn ihr das schon verknüpft habt mit einem Editor, dann ist gut, braucht ihr nur drauf doppelklicken. Wenn nicht, dann macht ihr jetzt einen Rechtsklick und öffnen mit. Und im Zweifelsfall nehmt ihr hier dieses Notepad, den Windows-Editor, nicht den Explorer, denn wir wollen das ja editieren, also bearbeiten. Aber am besten ist der Notepad++, den nehme ich für sowas immer. Gut, dann schauen wir hier mal weiter. So. Da, jetzt sind wir im Notepad++ und zwar haben wir die Datei game.xml geöffnet und da steht ganz unten Development Controls und bei euch steht hier noch False. Bei mir steht hier schon True und genau das müsst ihr auch reinschreiben. True für wahr. Die Development Controls werden angeschaltet und damit schaltet man ein ganz mächtiges Werkzeug an, mit dem man im LS noch viel, viel mehr machen kann als nur Geld cheaten. Aber das ist Thema für ein anderes Tutorial, wenn ihr daran interessiert seid. Also ihr schreibt hier jetzt True rein und dann wird das gespeichert und das ist der erste Schritt. So, jetzt machen wir das hier wieder weg. So. Und suchen hier ein anderes Verzeichnis. Das Dokumente können wir zuklappen. Und jetzt spaltet sich der Vorgang auf zwischen Leuten, die das Spiel bei Giants gekauft haben und Leuten, die das Spiel bei Steam gekauft haben. Ich mache jetzt erstmal das für Spieler, die das Spiel bei Giants gekauft haben. Und das Standardverzeichnis vom Spiel ist hier im Ordner Programme x86 und dann Farming Simulator 2022. Das ist das eigentliche Spielverzeichnis. Das ist heilig. Da dürft ihr also nicht dran rumfuhrwerken. Wir dürfen hier nur eine Kleinigkeit machen und den Bereich hier auch gar nicht verändert. Ja, es kann sein, dass ihr das Spiel bei der Installation woanders installiert habt. Da müsst ihr dorthin gehen. Okay, wichtig ist jetzt hier die Datei Farming Simulator 2022.exe. Vielleicht wird bei euch das Exe nicht angezeigt. Das hängt mit euren Windows-Einstellungen zusammen. Aber ihr seht dann auf jeden Fall dieses 22er-Symbol. Das klicken wir kurz an. Nicht doppelt. Und dann mit Rechtsklick. Und jetzt sagen wir hier Senden an Desktop. Verknüpfung erstellen. Genau das wollen wir, eine Verknüpfung erstellen. Okay, jetzt müssen wir hier wieder umschalten. Das ist jetzt hier. Da ist jetzt bei mir ganz oben links
eine Verknüpfung für den Farming Simulator entstanden. Und das ist praktisch das Symbol, mit dem wir künftig dann das Spiel aufrufen. Da gehen wir jetzt auch mal einfach mit Mausklick hin und dann Rechtsklick und Eigenschaften. So. Und hier haben wir das Ziel. Da steht dann der ganze lange Pfad, Programmfiles, Pipapo und so weiter. Und hinter den Anführungszeichen, ganz wichtig, dass es dahinter ist, schreibt man dann minus Cheats und das war's schon. Cheats mit S hinten. Und dieses minus Cheats ist ein Programmparameter oder auch ein Aufrufargument, gibt es verschiedene Namen für. Das ist sozusagen ein Zusatzbefehl, der dem Computer sagt, rufe dieses Programm, also das Spiel LS22, mit diesem Zusatzargument auf. Und immer, wenn wir das jetzt über dieses Symbol starten, dann wird der LS22 mit den Cheats-Fähigkeiten gestartet. Okay, machen wir einfach okay. Und jetzt gucken wir uns noch an, wie man das stattdessen bei Steam macht. Allerdings kann ich euch das nur zeigen, wie das im LS19 gegangen wäre, weil ich ja den LS22 über Giants installiert habe. Aber hier, da habe ich in meiner Bibliothek den LS19 und mache da auch einen Rechtsklick drauf und dann Eigenschaften. So. Und hier kann man Startoptionen angeben. Und da würde man dann auch reinschreiben minus Cheats. Ja, das war's schon für Steam. Das können wir jetzt wieder wegklappen. Und jetzt rufen wir hier mal den LS22 auf mit diesen Cheat-Optionen. Und vorher, das müssen wir auch machen, dass diese Ingame-Konsole überhaupt aktiv ist. Das ist die Basis für die Cheats. Also Doppelklick. Und jetzt müssen wir natürlich eine Weile warten. So. Er fährt schon langsam hoch. Gut, jetzt kommt er auch für euch. Und jetzt gehen wir mal wieder in unsere Karriere rein. Das war bei mir Spielstand 3. Das spielt aber keine Rolle, welchen Spielstand wir jetzt nehmen. Weiter. Okay. Jo, während wir warten, wollte ich noch die Frage klären, warum überhaupt Geld cheaten? Und manche Spieler, die wollen am Anfang halt einfach mal alle teuren Fahrzeuge ausprobieren. Ich finde, das ist ein valider Grund, um sich mal Geld zu cheaten. Andere wollen teure Höfe bauen, um ihre Hofbaufähigkeiten auf den Prüfstand zu stellen und tolle Höfe zu erschaffen. Aber manche bauen ganze Karten. Zum Beispiel die Niemandsland wurde von vielen Spielern in-game irrsinnig ausgebaut. Die brauchten Millionen und Abermillionen. Und wieder andere, die cheaten sich am Anfang gerne viel Geld, kaufen sich das Equipment, was sie brauchen und tuckern dann über ihr Feld auf und ab und kümmern sich überhaupt nicht drum, ob das profitabel ist, was sie machen. Ich finde, das sind alles valide Gründe, um sich Geld zu cheaten. Aber andere Spieler, für die das ein Anreiz ist, sich mit der landwirtschaftlichen Tätigkeit das Geld zu verdienen, den Hof langsam aufzubauen, für die ist Cheaten ein echter Spaßverderb. Und darum würde ich diesen Spielern sagen, cheatet lieber kein Geld. Und den anderen Spielern würde ich sagen, ja, wenn ihr ercheatetes Geld braucht, um viel Spaß beim Spielen zu haben, nur zu. Da habe ich ja auch gleich eine ganze Dreier-Serie von Videos zugemacht, damit in jeder Schwierigkeits- und Fähigkeitsstufe jemand einen Weg findet, um sich Geld zu ercheaten. Und es gibt außerdem auch noch Mods. Jetzt gleich am Anfang ist schon die Regierungssubvention erschienen und ich werde dann auch noch einen ähnlichen Mod erstellen, wo man sich dann einfach ein Schild auf den Hof stellt und kriegt ständig Spenden. Gut. Jetzt gucken wir mal. Jetzt kommt das Interessante. Wir haben immer noch nur 100.000 Euro. Da hat sich also noch gar nichts getan. Jetzt brauche ich hier einen dunklen Hintergrund.
Ich glaube hier, diese Bäume sind ganz gut. Okay, jetzt kommt der Zauber. Und zwar habt ihr ja ganz links oben auf der Tastatur ist die Escape-Taste. Und darunter ist so eine Taste mit einem kleinen Kreis und einem Dächelchen. Und die tippt ihr mal. Und jetzt öffnet sich die Ingame-Konsole. Hat mit Konsolenspielern gar nichts zu tun. Nennt sich aber auch Konsole. In der Computerwelt gibt es viele Sachen, die Konsole heißen. Und viele davon sind reich an Buchstaben, so wie dieses. Und hier können wir jetzt noch nichts machen. Da könnten wir sehen, wenn hier Fehlermeldungen wären. Die würden schon angezeigt werden. Und wenn wir nochmal das Dächelchen tippen, dann kriegen wir hier so ein Hashtag-Zeichen und ein Zappelcursor. Und jetzt können wir hier Eingaben machen. Und die Eingabe zum Geld cheaten ist GS und dann Groß Money. So. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr faul seid, einfach schon die Tab-Taste benutzen. Dann wird euch das schon vorausgefüllt. Das heißt, wenn man die ersten paar Buchstaben getippt hat und tippt dann die Tab-Taste, dann wird einem der fertige Befehl geliefert. Dieser Be Sorry, Frosch im Hals. Dieser Befehl heißt GS Money Add. Und jetzt kann man einfach einen beliebigen Betrag reinschreiben. Schreib ich mal 10 Millionen rein. Also 10 und dann 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Und jetzt Enter. Gut, und jetzt schreiben Sie schon. Edit Money 10 Millionen. Use GS Money Add in Spitzenklammern Amount to add or remove a custom amount. Und wenn man hier oben schaut, das kann ich jetzt nicht mit dem Mauscursor zeigen, aber oben rechts sieht man schon, ich habe jetzt 10 Millionen und 100.000. Und ich kann genauso auch Geld abziehen. Also wenn ich zum Beispiel mit Null beginnen starten will, und zwar richtig mit Null, nicht mit 500.000, sondern mit Null und mich dann erstmal mit Aufträgen hocharbeiten will oder so. Dann sage ich einfach wieder GS Money, zack, Tab, und jetzt sage ich, na, ich mache jetzt nur mal einen krummen Betrag, obwohl, na, warum nicht? Warum nicht? 10 Millionen, 100.000, 1, 2, 3, das müsste reichen. Und jetzt habe ich überhaupt kein Geld mehr. Das heißt, man kann sich da jederzeit beliebig Geld zuschustern oder abziehen. Das ist doch super praktisch. Und ich gehe jetzt nicht weiter auf diese magische Konsole ein, aber ich gehe mit euch einfach noch mal so ein paar Sachen durch. Mit Tab kann man hier so durchblättern. Man kann Enable Cloud FX machen. Die meisten Sachen sind nur interessant für Entwickler und ja, die dann testen wollen, wie das ist, wenn, was weiß ich, gerade Wolken am Himmel sind oder um halt das Spiel zu testen. Dafür brauchen die das. Und es gibt hier aber auch eine ganze Menge Sachen, die interessant sind für Spieler. Zum Beispiel ist hier auch ein Flugmodus bei und man kann das HUD ausschalten für bessere Screenshots und viele, viele Sachen mehr. Ja, wenn ihr wollt, stelle ich da auch mal ein Tutorial zusammen, wo wir all diese nützlichen Befehle durchgehen. Ja, und wie gehe ich jetzt hier wieder raus? Wieder Dächelchen und der Spuk ist vorbei und ich bin gänzlich verarmt. Aber ich weiß ja jetzt, wie ich mir die 10 Millionen wiederholen kann. Okay, gut. Das war's mit diesem raffinierten, etwas komplizierteren Geldsheet, den man dann aber ständig und jederzeit benutzen kann. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.